Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heißes Latterbude im Spiel Tester Simulator hier bei Heisenberg Zockt, genau. Ja, ein Packer, sehr gut, also mehr haben wir nicht mehr, der ist aber da und jetzt sehe ich gerade, eigentlich stehen die falsch rum, weil das ist so ein Schaufenster. Da, im Prinzip müsste man die drehen, diese Fernseher, weil so sieht man einfach den Rücken der Verpackung. Ja, aber gut, das kann ich nicht. Das geht nicht, ich kann ja mal schnell gucken, aber ich kann die nur wegnehmen und dann kann ich sie aber glaube ich nicht drehen. Also ich hätte sie sonst schon mal gedreht. Aber okay, dann haben wir das. Wir gehen mal schnell rein und machen den Laden auf, damit wir Geld verdienen. Jetzt gab es noch einen schönen Tipp. Wir haben keine Post vom Andreas, von Andy Bimsi. Nämlich besser darauf zu achten, was das Produkt des Tages ist. Weil das wird gekauft ohne Ende. Da können wir wirklich zwei, drei ja, solche Riegel füllen damit. Und das werden wir jetzt auch mal machen, sobald wir ja, die Mail haben. Was Produkt oder welches das Produkt des Tages ist. Was haben wir denn an Geld? 5000? Ja. Nachbestellen. Na kommt, wir fangen wieder oben an, weil wir haben hier auch bei den Niedrigpreissachen überall Nullen. Also nicht überall, aber immer mal wieder. Das können wir auch nachbestellen. Mit 4000 können wir auch arbeiten. Ah, ja logisch, wir haben natürlich den 20.000 Dollar Kredit. Stimmt, wir müssen einfach gucken, dass wir am Ende des Tages irgendwie die 5000 übrig haben. So, ui, ja, da bestellen wir aber fett nach. Da kann ich ihm gleich wieder helfen irgendwie. Was sind wir hier bei 3,5? Wir kaufen das mal, dann kann er schon mal anfangen. Können wir hier bei den ganz teuren Sachen noch was machen? Die sind teuer. Die sind teuer. Das ist teuer, das ist teuer. Jetzt gucke ich schnell. 3,6. Ja, können wir kaufen. Jetzt sind wir aber bei 0, ist mir klar. Oh, 19,26. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt habe ich eigentlich übertrieben. Aber okay. Ich wollte nochmal schnell zur E-Mail. Produkt des Tages wäre Visionary Prime. Die Frage ist halt, ist das für heute oder war das von gestern? Hier haben wir auch nochmal Produkt des Tages. Wir haben hier halt kein Datum, nix. Geht das von oben nach unten oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Wir löschen mal alles und gucken das nächste Mal drauf, würde ich vorschlagen. So Leute, jetzt müsst ihr aber zuschlagen. Was ist denn das hier? Ein Lenkrad? Ein Lenkrad, irgendwie sowas. Jetzt müsst ihr zuschlagen, weil wir brauchen das Geld, Leute. Ne, das sind Kopfhörer. Okay, auch schön. Achso, ich wollte ihm ja helfen, stimmt. Damit wir hier ans Geld rankommen. Und wie gesagt, egal wo die Sachen sind, Hauptsache wir haben sie im Laden. So, damit wir auf die 5000 kommen. Ja, das könnte vielleicht sogar halbwegs noch hinhauen. Ich nehme einfach zufällig was, da kommt die da noch mit Rucksack. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mach mal mit F hier auf, Dankeschön. Und dann kommen diese, was sind das denn? Irgendwelche Thermoskannen. Kommen hier rein. Dann haben wir hier nochmal Kopfhörer. Oh, da rennt einer. Nein, dann schmeiß mal weg mit G. Kriege ich den noch? Oh, der ist fast weg. Es ist nicht schlimm. Ach, einfach in den Laden reingeflüchtet. Hier, wo ich nicht reinkomme. Es ist nicht tragisch, wenn einer was klaut. Das haben wir schon mal gemerkt. So, das ist eigentlich schade. Also, was heißt, ist schade. Aber, wow, Cam? Jetzt. Ah, wir haben einen neuen Brief bekommen. Ja, es wäre ein bisschen anspruchsvoller, wenn der halt vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt. Das wäre so falsch nicht. Dann würde man besser darauf achten. Dann würde auch der Sicherheitsmann Sinn machen. Ja, jetzt haben wir minus 3000. Das kennen wir. Das ist eben, dass wir den Kredit zurückzahlen mussten. Aber jetzt schauen wir. Nein, nein, ich wollte es nicht bewegen. Ich wollte hier rein. E-Mail. Gehalt können wir löschen. Okay. Jetzt müssen wir eh gleich den Laden zumachen. Wenn wir den mit Minus zumachen. Ich weiß nicht, wie begeistert da die Leute, oder beziehungsweise wie begeistert da das Spiel ist. Wir werden es gleich sehen. So, wir erfüllen wieder. Aha, drücken Sie Enter. Wir drücken gleich Enter. Wenn man aber wirklich hier rauskommt, da war irgendwie der Kollege im Weg. Erstmal den Laden zumachen. So, bitte noch bezahlen. Jawohl, der bezahlt glaube ich auch noch. Mhm. Dann sind wir bei minus... Ja, bei minus 972. Okay, damit können wir leben. Nächster Tag, Dankeschön. Wenn wir jetzt natürlich das Produkt des Tages gekriegt haben, ich kann das noch nicht mal kaufen. Produkt des Tages, Opel P2, das ist dann auch noch, boah, das ist sündhaft teuer. Das ist irgendwo hier unten, das war hier auswendig. Opel, Opel, Opel. Ein Kredit nehme ich jetzt hier. Ne, P2 war es sogar, das ist, boah, das ist das teuerste, was wir haben. 2,4. Da haben wir jetzt Pech gehabt mit dem Produkt des Tages, weil das können wir uns definitiv schlicht und einfach nicht leisten. Das geht nicht. Habe ich offen? Ich habe offen. Weil eben, also wir müssen jetzt Geld verdienen. Bitteschön. Nehmen wir das noch. Und genau deswegen
ja, schmeiße ich die Sachen einfach dahin, wo wir es gerade können. Weil wenn die da draußen liegen, wenn die am Lager liegen oder im Lager liegen, das bringt uns halt überhaupt nichts. Sondern wir müssen tatsächlich gucken, dass wir die Sachen verkaufen, damit wir an Geld rankommen. Wir kriegen keine Lagergebühr in dem Sinne. So, ist ja auch für die Leute schön. Dann haben sie immer ein bisschen Abwechslung. So, jetzt hat er wahrscheinlich hier hinten wieder was hingelegt. Die Grafikkarten. Kommt, dafür machen wir auch einen neuen Slot auf. Ne, hier kommen die Fernseher hin, sobald wir sie uns wieder leisten können. Da, guck mal, lecker Grafikkarte, kannst du schön Spiel spielen. Zum Beispiel Tester Simulator. Was haben wir an Geld? Ja, 400. Ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht irgendwie in den Kreislauf reinkommen, dass wir immer tiefer ins Minus rutschen am Ende des Tages. Weil diese 20.000 eben, das heißt, dass wir um die 5-7, glaube ich, jeden Abend zurückzahlen müssen. Das ist natürlich schon heftig, aber die Kundschaft kommt, sie kaufen ein. Sehr gut. Oh, ich soll die Preise mal noch ein bisschen teurer machen, hieß es auch. Weil es gibt Leute, die tatsächlich irgendwie bei dem Spielstand, den wir jetzt haben, also wenn sie so weit sind, tatsächlich schon viel Geld verdienen. Allerdings, guck mal, wir haben eigentlich schon, denke ich, so schlechte Preise nicht. Wir machen hier mal 2,10. Machen wir hier mal einen Huni. So. Das Problem ist halt, wenn sie da wieder anfangen zu reklamieren, teilweise sieht man es nicht, weil man gerade an etwas anders dran ist. Und hier beim Fernseher haben wir gesehen, also über 500 bezahlen sie eh nicht. Gehen wir mal nochmal ein bisschen zurück. 190, ist okay. 80, machen wir 90 draus. Wir machen das jetzt nach und nach, dass wir hier einfach ein bisschen mit den Preisen raufgehen. 10 Dollar sind schon mal 10 Dollar. Aber wir haben 3000 haben wir. Gut, dann gehen wir da bestellen. Ja, jetzt ist halt die Frage, über welche die 2,4 investieren sollen. Ich glaube nicht. Also auch wenn es das Produkt des Tages ist. Macht irgendwie nicht viel Sinn, finde ich. Also klar macht Sinn, das wird gekauft, aber wir können davon ja nicht allzu viel kaufen. Was haben wir noch? Moment, ich kaufe mal das noch. 2,4 waren es. Ja, wenn die halt wirklich dann weggehen wie warme Brötchen, das wäre schon sinnig. Wir würden uns das vielleicht tatsächlich doch noch gönnen. So, wir machen hier wieder Stapelbeseitigung. Schon schön, wenn man halt wirklich eigentlich reinkommt und man hat überall einen Slot frei. Kein Problem. So, 600. Ich warte mal, bis wir die 2,4 haben. Und dann werden wir, glaube ich, tatsächlich dieses P2-Ding kaufen. So, und dann mal gucken, ob das wirklich so... ja, so gut läuft, wie da behauptet wurde. Ich glaube das natürlich, logisch. 2,400 bräuchten wir noch. Mach mal. Und dann sind wir eh noch hier. 2,3. Wir bräuchten noch mal ein bisschen. Jawohl. So, dann kriegen wir 6 Stück. Kaufen. Und die werde ich jetzt sowieso natürlich gleich reinholen, weil die wollen wir per sofort verkaufen, die Teile. Ohne Verzögerung. Das ist ganz klar. Nicht im Weg stehen, dankeschön, er steht im Weg. Habe ich alle? Ja, nicht, dass ich da wieder die Hälfte wegschmeiß. Jetzt können wir das mal beobachten. Eins ist, glaube ich, oh, guck mal, ja, da gehen sie weg. Das sind schon 2. Mhm, dann würde ich die nachbestellen, wenn die so, ja, ja, guck mal, wie sie, ja, ja, das stimmt. Also die Nachfrage nach denen ist dann tatsächlich massiv, das sieht man. 2,6, wir bestellen die gleich nach. Wir bestellen jetzt mal für den Moment nichts mehr anderes, weil damit können wir Geld verdienen. Ganz klar, ich hole die Kiste wieder, auch wenn er weiß, wo das... Ja gut, er weiß, wo es hinkommt, aber das wird wahrscheinlich vom Platz her nicht reichen. Deswegen werden wir da noch einen weiteren Slot aufmachen. Hier ebenfalls. Wir versuchen, das Lager möglichst sozusagen nicht zu haben. Kein Lager zu haben, sondern alles eingeräumt. Weil nur so können wir es verkaufen. So, und guck mal, wir verdienen. Machen wir gleich nochmal nachbestellen. Hier, wir haben gerade noch eins davon. 2 kann ich nochmal? Ja, ich könnte gleich nochmal. Dann würde ich aber auch noch was anderes bestellen. Das hier. Ja, das rechnet sich aber schon. Das rechnet sich tatsächlich. Ja, jetzt, Kollege, hier ist wahrscheinlich... Oder sind die... Ach, die sind eh schon wieder weg. Ja, das stimmt schon. Okay, das ist ja gewaltig, wie das tatsächlich... Und guck mal, die sind schon wieder... Die gehen schon wieder weg. Okay, gleich nochmal nachbestellen. Wir kommen gar nicht dazu, einen neuen Slot aufzumachen. Also, wo wir die hinlegen. So, ich würde gerne mal selber die Kiste hier haben, damit... Da mache ich nämlich einen weiteren Slot auf mit den Teilen. So, und zwar hier daneben. So, hier haben wir auch die Teile. Ja, man merkt es aber auch finanziell, weil das ist halt etwas teuer. Guck mal, da unten ist schon wieder leer. Und hier? Ja, da sind auch schon wieder welche weg. Okay, also das kann man tatsächlich so machen.
dass man einfach darauf geht, dass man die Teile kauft. 3,7. 2,6. Wir kaufen sie gleich nochmal. So, dann haben wir jetzt ordentlichen Lager davon. Da sehen wir, da sind sie. Ui, ja, guck mal, damit kann man natürlich Reibach machen ohne Ende. Haben wir da mal irgendwo einen Platz? Hier hinten, hier kommen die hin. Wir können auch noch einen dritten Slot aufmachen, wenn die dermaßen brummen, die Dinger. Dann ist ja schön. So, wieder 2000. Ja, jetzt würde ich es mal lassen, aber wir brauchen die 5000. Oder wir gucken mal. Er kommt einmal nochmal, können wir. Und morgen ist er dann ein neues Produkt des Tages. Das muss man sich tatsächlich angucken und dann danach gehen. Und im Prinzip reicht es, wenn man dann tatsächlich einfach das Produkt des Tages nachkauft. Ist ein bisschen weniger Auswahl, aber wenn das sich dermaßen einer Beliebtheit erfreut, dann nutzt man das natürlich entsprechend aus. So, 4,3. Also da habe ich gar keine Bedenken, dass wir heute diese 5,6 oder 5,7 problemlos zurückzahlen können. Wir behalten das mal im Auge. Wir haben da noch ein bisschen was an Lager. Ich gehe mal davon aus, morgen am nächsten Tag, ja, haben wir ein neues Produkt des Tages. Ich gehe mal schnell hier hin und mache mal Folgendes. E-Mail, das löschen. Das ist immer noch Opel, genau. Opel, heißt das Opel? Doch, das... Oh, 7,5. Wow, 8000. Ich bestelle jetzt nicht mehr nach, weil jetzt ist 21.40 Uhr. Kommt, wir bestellen die anderen Sachen ein bisschen nach. Nicht nur das teure Produkt des Tages, sondern hier alles, was wir nachbestellen sollen. Was man uns sozusagen aufgelegt hat. Ja, für 3,8. Kauf mal, danke. Dann haben wir noch einen Tausender. Das haben wir jetzt schon bezahlt? Ich glaube schon. Das war wieder irgendwie ein Kameramurks. Die kommen hier oben hin. So, da haben wir aber auch genug von, so wie es aussieht im Moment gerade. Ja, noch eine Mikrowelle und gleich ist der Tag um. Dann machen wir da rein. Und wenn ich es erwische, hier unten noch. So, 1700. Da bin ich gespannt, ob morgen, ja, morgen wird dann halt ein neuer Tag, logischerweise. Und dann gibt es wahrscheinlich ein neues Produkt des Tages. Da hatten wir jetzt fast ein bisschen Pech mit dem teuersten, aber man kann auch sagen, wir hatten im Prinzip Glück, weil wir haben jetzt wirklich dermaßen Geld verdient. Sehen wir vielleicht sogar jetzt, wenn wir den Tag beenden. 2,7 und wir haben aber die 5000 noch bezahlt für die Bank. Geschlossen? Warum war denn das jetzt geschlossen? Da sind da Leute drin gewesen. Hä, was war das denn jetzt komisches? Naja, egal. Tag beenden. Gewinn, 9000 Gewinn gemacht. Nur mit dem Produkt des Tages. Okay, jetzt gucken wir. Haben wir nochmal ein Produkt des Tages? Wir machen mal auf. Moment, das ist falsch. Wir brauchen das Produkt des Tages. Hier. LumiViewCore, unser Fernseher. Okay, nee, ich wollte eigentlich nicht rausgehen, sondern ich wollte Fernseher kaufen. LumiView. Den finde ich. Da ist er doch. Jawohl. Kaufen wir gleich nochmal. Für 3000. Dankeschön. Gehen gucken. Habe ich es gekauft? Oder wollte ich es kaufen? Ich habe irgendwie nicht gedrückt. Kann das sein? Eigentlich dachte ich, ich hätte gedrückt. Jetzt. Oder hatten wir das Geld nicht? Das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir es. Fernseher. Ja, da können wir irgendwie keinen weiteren Slot aufmachen. Da fehlen die Gestelle. Aber wir haben ja hier tatsächlich nochmal ein Gestell. So, mach mal. Jawohl. Und hier nochmal ein. Da kann er nur noch einen platzieren. Das ist ein bisschen blöd. Das ist jetzt wieder doof mit dem Produkt des Tages. Das ist ja genau das, was wir im Prinzip... da brauchen wir ein Gestell für nochmal. Ich kriege die Fernseher, glaube ich, sonst nirgends rein. Ich guck mal schnell. Sind das die Fernseher? Hier unten, ja, das kann eigentlich fast nicht gehen. Ne, das ist was anderes. Was hat er denn mit den Fernsehern jetzt angestellt? Weil die werden jetzt auch laufen. Alles andere wäre komisch. Ja, ja, guck mal, zack, sind sie weg. Nachbestellen. Gleich nochmal, wir bestellen gleich dreimal nach. Dankeschön. Dann haben wir hier wieder einen Nuller, da bestellen wir auch nach. Ja, jetzt fängt es an zu brummen. Das finde ich gut. Zack, okay, Fernseher bitte schön. Er ist eh schon wieder am Reintragen. Haben wir nochmal einen Slot? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ein Gestell sozusagen nochmal zu kaufen. Nur jetzt, weil das Produkt des Tages ist. Und dann haben wir dort ein leeres Gestell nachher. Müsste man testen. Ich behalte mal im Auge, wobei das sehe ich hier hinten auch. Was haben wir noch? 3 Stück an Lager. Ne, 7 haben wir an Lager. Okay, dann gönnen wir uns noch so ein Teil.
kaufen. Dankeschön. Hier die Grafikkarten. 2,4. Das geht noch nicht, aber das geht gleich. Ja, jetzt geht schon. Nochmal zu den Fernsehern zurück. Noch 4. Können wir nicht nachbestellen. Haben wir da noch welche am Lager? Da haben wir noch welche am Lager. Sind das die Fernseher? Ne, das ist doch was anderes. Geht nicht. Funktioniert nicht. Okay, kriege ich die? Wo kriege ich die rein? Hier. Geht auch nicht. Okay, das packt wieder. Wir schmeißen es weg. Da sind doch keine Fernseher da drin, oder schon? Ich versuche es nochmal. Nehmen Sie. Hier. Hier hin. Geht nicht. Öffnen, schließen. Geht nicht. Okay. Wisst ihr was? Wir verkaufen die, weil das bringt uns nichts, wenn das rumbackt. 2,2. Vorrätig 3. Bestellen wir. Und wir bestellen noch irgendwas, was weniger kostet, damit wir es bezahlen können. Jawohl. So, ist aber immer noch Produkt des Tages. Ja, wir haben dort keine mehr. Aber wenn ich die da nicht hinkriege, ist natürlich relativ blöd. Ja, die gehen wieder. Okay. Hier noch einen hin. So, ich hoffe, der bestellt... Ne, der... Wie soll ich sagen, dass er schnell wieder die Fernseher hinstellt, wenn die alle weg sind. Da wäre ich tatsächlich froh. Ja, das brummt jetzt aber tatsächlich. Also jetzt kommen wir langsam in den Bereich. Da könnte man sich fast überlegen, ob man nicht wieder den zweiten Packer einstellen. Ein Fernseher haben wir dort noch. Ist hier eine Kiste? Ja. So, wenn es jetzt geht und nicht backt, dann könnte ich hier nochmal auffüllen. Nein, nicht zumachen. Ja, geht nochmal. Sehr gut. Wir brauchen, ihr ahnt es, weitere Fernseher. Jetzt, das artet aber irgendwie im Stress aus. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Null. So, gleich nochmal 6 Stück. Kaufen, dankeschön. Visionary Prime. Das ist eigentlich auch ein Fernseher. Das ist schon der LumiView, den wir. Da haben wir 6 Vorräte jetzt. Wir kaufen mal den noch. Nicht Dekoration. Moment, das Problem ist halt tatsächlich, wir können die gar nicht, wir können das gar nicht aufstellen, das Ding. Da haben wir den Platz nicht. Hm. Ja, wobei eben, wenn die so gut weggehen, dann haben wir den Platz dafür natürlich. Also das ist auch wahr. Wow, okay, das war ein sehr guter Tipp mit dem Produkt des Tages. Das sieht man. Ja, das können wir hier hinten hinschmeißen. Das sind wieder Grafikkarten, die er irgendwie nicht einbaut in den Laden. So, wir sind nur noch am Rennen. Hi, okay, hier haben wir es soweit. Wir haben 5900. Fernseher, ja, guck mal hin, ist er weg. Okay, runter zu den Fernsehern nochmal. Einen haben wir hier noch. Wobei, ja, kommt, bestellen wir nochmal. 8000. Okay, jetzt kommen wir ins Geld rein. Die kaufen wir nochmal, die kaufen wir nochmal und dann kaufen wir die nochmal. So, ich weiß, wir müssen den Kredit wieder zurückbezahlen, aber das können wir auch. So wie wir gerade Geld verdienen. Ja, ich glaube, da war gerade ein Dieb, der da rumgerannt ist. Kann das sein? Der da hinten. Soll ich den mal niedertreten? Jetzt ist er eh schon weg. Ja gut, was kann er schon geklaut haben? Irgendein Einzelstück wieder. Irrelevant für uns. Das geht auch noch rein, oder? Jawohl, geht auch noch rein. Schmeiß weg. Schnappinski. Und die haben wir noch hier hinten. Einmal hier. 2000. Okay, wir haben aber wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, haben wir den Kredit schon zurückbezahlt? Ich hoffe es mal. Fernseher. Oh, die Fernseher sind aber noch da. Gut, das ist halt nicht das Produkt des Tages. Der falsche Fernseher. Ich habe im Prinzip einen falschen Fernseher bestellt. Jetzt haben wir ein bisschen Geld verschenkt. Ich könnte natürlich die runternehmen. Hier eigentlich... Kann ich die wieder runternehmen? Doch, eigentlich ging es doch mal. Mit der... Nee, geht nicht. Aufnehmen. Ich dachte, man kann die wieder aus dem Lager nehmen. Ja, guck mal, aber einen haben wir verkauft schon. Also das ist so schlecht auch nicht. Aber wir hätten halt die anderen eigentlich gebraucht. Naja gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber also, was man ganz sicher sieht, oder was wir ganz sicher gesehen haben, ist, dass das Produkt des Tages, das brummt. Das brummt wie die Hölle tatsächlich. Also das war ein sehr guter Tipp. Wenn man das so macht, dass man darauf aufpasst, da verdient man tatsächlich Kohle. Jetzt geht das wieder nicht. Okay, schmeißen wir da weg. Ich nehme es nochmal auf. Ich mache es nochmal zu. Nee, da geht auch das Zumachen. Jetzt geht's. Jetzt ist offen. Ja, jetzt geht's. Manchmal backt es in der Gegend rum. Aber das ist halt. Das ist aber auch der falsche Weg. So, da rein. 7300. Haben wir. Boah, es ist schon eine wilde Geschichte. Ja, jetzt aber kein Platz mehr für die Fernseher da hinten. Gut.
Wir haben 7000. Jetzt haben wir Umsatz gemacht ohne Ende. Jetzt können wir uns hier die nochmal kaufen. Wir gehen mal raus, gehen wieder rein. Sehe gleich wieder der Tag vorbei. Wir stellen hier die Sachen nochmal nach, weil die kann der Packer dann relativ zügig kaufen, verladen. Ach, 6,6. Oh, jetzt haben wir aber minus 5000. Ja, jetzt hat die Bank abgezogen. Kriegen wir aber gewuppt, da bin ich guter Dinge. Die Handys, die kommen hier hin. Wenn es Handys sind, ne, das ist wieder immer wie was anderes, okay. Das ist auch egal, was es ist, Hauptsache es wird gekauft. Und wir können es verkaufen. Das ist das Wichtige. So, wie hier immer schön Regale frei sind, das ist natürlich auch angenehm. Ja, da fehlt wieder jemandem was. Damit können wir leben. Einmal die noch rein, dann haben wir hier unten Platz. Jawohl, alle reingeballert und wir sind bei minus 1500. Ja, da haben wir aber schon wieder gut Geld verdient, weil wir waren vorher bei minus 5000 tatsächlich. Gut, wir können den Tag beenden. Rennt da gerade was? Nein, da rennt nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, wir beenden den. So, ich werde jetzt aber nicht... ich werde hier einen Break machen. Wir sind bei irgendwie 20 Minuten. Das ist fast ein bisschen zu kurz, das tut mir leid. Aber die Idee ist halt, ich möchte, wenn ich morgen anfange... Da können wir die Fernseher noch hinstellen. Dann möchte ich das Produkt des Tages wieder sehen und nicht irgendwie morgen vergessen, dass wir ja, das Produkt des Tages sozusagen schon aufgedeckt haben. So, jetzt machen wir hier die alten Fernseher wieder hier hin. Dann haben die auch wieder einen Slot. So, einmal noch so. Das ist aber nicht mehr das Produkt des Tages, das ist klar. Gut, dann haben wir das soweit. Jo, dann machen wir hier einen Break. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben Geld verdient ohne Ende tatsächlich. Wir können den Tag ja noch beenden. Das machen wir mal. 3000 Gewinn, 4000 Einkommen, das ist alles okay. So, dann sehen wir, wir haben einen neuen Brief. Das heißt, wir haben ein neues Produkt des Tages. Das sehen wir uns dann morgen an. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.